Hallo, meine lieben verrückten Hühner. Ja, was soll ich sagen? Ich bin wieder da. Und mich war es ja jetzt ein bisschen ruhiger. Und zwar, weil ich im Urlaub war. Einige von euch haben es mitbekommen, die mich immer ein bisschen verfolgen, zeitweise oder wenn sie Lust und Laune haben. Also, ich war im Urlaub 2 Wochen und kam jetzt wieder zurück. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin total verwirrt. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 Pakete stehen. Und zwar bin ich ja 40 geworden. Da, 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 da. Ich bin jetzt im Club der Ü40er oder der den Vierer davor hat. Ich finde es eigentlich ein bisschen ja, schade, weil man hat meinen Dreier eigentlich ganz gern gehabt. Und ich bin jetzt auch noch ein bisschen durch den Wind. Also seht es mir nach, wenn das heute jetzt alles ein bisschen chaotisch wird, weil. Irgendwie fritzt mich total. Wir hatten gestern noch 33 Grad. Heute kommen wir, oder vorgestern, bin ja schon ganz verwirrt. Gestern Abend kamen wir an. Vielmehr gestern Morgen. Oh Gott, ich bin echt total bekloppt. Donnerstagmorgen 6 Uhr landete unser Flieger, deutscher Zeit. Und in Thailand sind wir weggeflogen am Mittwoch um 4 Uhr thailändischer Zeit. Das heißt, wir waren irgendwie 27 Stunden wach und unterwegs mit Zeitverschiebung und Pipapo. Und wir kamen in München an und Leute, was soll ich euch sagen? Es war Nebel und es waren 5 Grad. 5 Grad, Leute. In Thailand hatten wir 33 Grad. Das war mega geil, meinen 40er unter Palmen zu feiern, weil ich habe am 2. November Geburtstag und da die Winterkinder und so, die haben immer ein bisschen Probleme. Die haben halt immer, ja, was soll ich sagen? Schlechtes Wetter. Ich habe mir hier auch schon Tee gemacht. Ich weiß, es interessiert niemand, dass ich jetzt einen Tee trinke, aber mich friert es wirklich wie die Sau. Ich habe jetzt irgendwie, gestern Abend bin ich um 5:30 ins Bett und heute Morgen bin ich um 5 Uhr aufgestanden und habe eigentlich nur an Frühlingsrollen gedacht oder sowas ähnliches, weil ich total schon Hunger hatte, weil eigentlich wäre es ja bei uns dann schon Mittag und also. Irgendwie spinnt mein Körper total. Aber ich bin jetzt auch 40. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 Pakete stehen. In eins habe ich schon reingeguckt. Das ist von meiner lieben Freundin aus dem Wilden Osten. Das wollte ich eigentlich gar nicht filmen, aber das werde ich nachher auch noch machen, weil sie mir ganz viele tolle Bastelsachen geschickt hat. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ich werde jetzt mal hier so ein bisschen, oh, und das ist so schön eingepackt. Und das sind alles Pakete, mit denen habe ich gar nicht gerechnet. Also das von meiner Freundin, das wusste ich, weil wir schicken uns immer wieder was. Und anfangen möchte ich mit dem hier. Das ist von der Silvana. Ich habe es nur mal aufgemacht und habe mir die Post durchgelesen. Und mehr nicht, weil die Silvana und ich, wir haben uns kennengelernt über eine Facebook-Gruppe. Und wir haben einen Flipbook-Tausch ausgemacht und ja, ihrs kam jetzt schon an. Ich habe auch mit ihr Kontakt gehalten, während ich in Thailand war und sagte zu ihr, bitte seh es mir nach, ich brauche noch ein paar Tage, weil ich möchte jetzt auch noch ein, zwei Adventskalender machen und so. Also die nächsten 2 Tage, 2 Wochen werde ich noch voll powern mit Basteln. Und sie hat mir halt eine ganz mega süße Karte gemacht. Die wollte ich euch einfach kurz zeigen. Die finde ich richtig, richtig hübsch. Die gefällt mir gut. Ein paar liebe Worte hat sie mir dazu reingeschrieben. Das lese ich ja normal immer so für mich am Schluss. Jetzt habe ich es zuerst aufgemacht. Und dann war ich so neugierig und wollte unbedingt reinschauen. Aber ich war auch so müde. Ich war echt unglaublich müde. Und ich konnte einfach nicht mehr das aufpacken und hätte mich gebührend gefreut. Weil ich glaube, mir wären wirklich die Augen zugeknallt. Und jetzt habe ich das so gesehen, hier auch zum Geburtstag ein bisschen was. Und ich weiß, die Silvana hat auch einen YouTube-Kanal, noch einen ganz neuen. Ich tue das mal so hier ein bisschen zur Seite. Sie heißt Bastelfee. Wenn ich dran denke, ich versuche es euch zu verlinken. Also normal denke ich schon dran. Aber wie gesagt, seht es mir nach, wenn es ein bisschen chaotisch wird. Jetzt packe ich das einfach mal so von vorne weg aus. Sie hat mir was geschickt, Weihnachtsvorbereitung. Also wir haben nur einen Flipbook-Tausch ausgemacht und haben dann halt eben geschrieben, ja, so in die Größe vom Schuhkarton, dass es ja halt nicht so blöd ist. Einer schickt halt was und der andere übertreibt es maßlos oder so. Also da möchte ich mich in Zukunft immer schon ein bisschen auch an die Absprachen halten, weil ich es einfach so schade finde. Man kommt sich dann ja auch blöd vor, gell? Und
Die Nase läuft ein bisschen. Also wenn ich ab und zu mal, ich habe schon hier mich bewaffnet mit Tempos. Oh, also Leute, echt, ich wäre am liebsten in Thailand geblieben. Ach, guckt euch das an. Oh mein Gott. Ach, wie süß. Holzanhänger. Ach, das ist süß. So ein Schneemann. Ah, da ist so ein, wie so ein Duftsäckchen oder so. Ach, süß. Guckt euch das an. Seht ihr das? Ich habe jetzt schon lange nicht mehr gefilmt. Aber ja gut, es wird schon irgendwie funktionieren. Total süß. Also da freue ich mich riesig, weil ja, Weihnachten kommt, gell? Ja, jetzt kommt es auch für mich. Ach, und da, ach, das ist cool. Das ist so eine LED-Lampe. Ach, die sind Hanging Decoration with Light. Also hängende Dekoration mit Licht. Leute, ihr glaubt es gar nicht, wo wir jetzt in Thailand waren. Wir hatten ja, also Thailändisch ist ja eine Sprache, die ist utopisch. Wer von euch Thailändisch kann oder wer ein thailändischer Zuschauer ist, der weiß, was ich meine. Die lachen uns aus. Also gar nicht erst probieren, weil die haben so viele Betonungen. Für ein Wort gibt es 5 verschiedene Bedeutungen. Also Katze und ein Spitzname und keine Ahnung, das ist alles das gleiche Wort. Und die kommen sich verarscht vor, wenn du es probierst. Und erstens verstehen sie dich nicht und zweitens denken die sich, du willst sie verarschen. Also haben wir unser Schulenglisch rausgekramt, das ja irgendwie jetzt auch schon 20 Jahre her ist. Und ich muss sagen, hey, wenn man gezwungen ist, das zu sprechen, Leute, ich kann jetzt richtig gut Englisch. Das dauert zwar nur 2 Tage, dann ist es wieder weg, aber hey, es klappt. Ich war richtig stolz auf mich. Und da haben wir etwas zur Erholung. Ah, da wird wahrscheinlich so vom Fühlen her wird wahrscheinlich so ein Badeteil dabei sein. Also liebe Silvana, ich bin noch ein bisschen durcheinander, also sieh es mir nach, dass ich das jetzt einfach so aufreiße. Normal mache ich das nicht. Ja, ich habe recht gehabt, total toll. Badeperlen, tiefe Entspannung, das ist richtig geil, weil mich friert es Ewigkeiten. Mich friert's. Ich habe schon heute zu meinem Mann gesagt, der ist jetzt gerade einkaufen, jetzt habe ich die Gunst der Stunde genutzt und mache das gleich und drehe das gleich ab, weil ich glaube, ich werde nachher nochmal einschlafen. Oh, das ist so schrecklich. Und wir haben nichts zum Essen im Haus. Nichts. Wir haben gar nichts mehr. Zum Basteln? Fragezeichen. Naja, zum Basteln. Wir können immer alles verbasteln. Ja, das war total witzig in Thailand. Die Leute waren, ja, wir waren ja schon das zweite Mal. Die sind total nett gewesen. Es war richtig schön. Okay, was haben wir hier? Oh, die Steffi lacht mich jetzt wieder aus, weil ich nicht weiß, wie das heißt. Irgendwelche bestimmte Perlen, Beans, ich kann es mir nicht merken. Die Steffi lacht sich jetzt tot, ich weiß es. Also, das sind so, ich glaube, keine Ahnung, irgendwelche Perlen, wo man dann noch was hinhängen kann oder so. Also, richtig geil. Oh, da freue ich mich, die werde ich für meine Chunky Charms benutzen. Oh, und hier haben wir Quasten. Das ist total süß. Ihr werdet euch totlachen, aber ich habe noch nicht eine einzige Quaste zu Hause. Ich habe die jedes Mal gesehen bei diesen Action Halls von den anderen Mädels. Und ich habe ja den Action nicht so bei mir in der Nähe. Also ich muss immer einiges fahren. Und ich habe jedes Mal, wenn ich dann hingehen wollte oder hingegangen bin und gesagt habe, jetzt kaufe ich mir auch so eine Quastenteil-Dings, gab es nicht mehr. Und ich finde es richtig schön, so für Flipbook oder so auch zum Hinmachen. Oh, ich habe so Sodbrennen. Ich muss kurz entschuldigt einen Schluck Tee nehmen. Oh, durch dieses ganze scharfe Essen in den letzten 2 Wochen ist mein Magen komplett durcheinander. Also echt übel. Hier haben wir zum Basteln 1. Oh, zum Basteln 2. Scheiße. Das heißt ja nicht Fragezeichen. Ja, Fragezeichen. Der Punkt ist ja auch nebendran. Oh Gott. Silvana, es tut mir leid, es ist ein Chaos-Video. Zum Basteln 2. Ach je, okay. Ich habe es als Fragezeichen erkannt, aber mein Fragezeichen schwebt eh noch von mir vor dem Kopf und wird nicht mehr weggehen, wahrscheinlich diese Woche. Ich habe Gott sei Dank noch Urlaub. Ich fange erst nächste Woche wieder an. Oh, Schmuckband in Lederoptik. Ja, das ist ja mal cool. Ah, das ist ja mal richtig cool. Mal kurz, das kann man hier ein bisschen... Ah ja, guck mal, das ist so geflochten. Ja, voll cool. Genial. Ich habe mir nämlich, jetzt halte ich euch meine Füße in die Kamera. Schaut, seht ihr das? Ich habe mir nämlich in Thailand, habe ich mir nämlich so ein Teil da gekauft. Oh mein Gott, meine Krumpelfüße. Und das finde ich richtig cool. Die kosten da nicht viel, 50 Baht oder so. Das ist, keine Ahnung, das ist ganz wenig Geld. Und wir haben die von so Wasserzigeunern, nennt man die.
die wohnen auf so einer Insel, die haben wir besucht und denen haben wir das ein bisschen abgekauft, das Zeug, weil halt die ja einfach davon leben und ich denke immer, das tut uns nicht weh. Und ja, da freue ich mich riesig, weil dann ich habe nämlich so Muschelanhänger mitgenommen und da kann ich dann da was draus machen. Super. Und das finde ich ja auch total süß. Das ist schön. Das habe ich beim Teddy schon ein paar Mal gesehen. Ich habe es mir nie mitgenommen. Ich weiß gar nicht, warum. Jetzt, wo ich das so anschaue, denke ich mir, hätte ich mal machen können. Gell? Ich finde es ja auch mit den Glöckchen so nett. Die einen Chunky Charm und dann bimselt das so ein bisschen hübsch. Das ist ganz süß. Und dann haben wir hier etwas zum Geburtstag. Also was, wie nenne ich denn das jetzt? Das ist eine gewusst Flipbook-Tausch-Überraschungspäckchen zum Geburtstag-Post. Das ist richtig schön. Das freut mich riesig. Geburtstag, ach, das ist immer toll. Also die Geschenke, nicht der Geburtstag direkt, weil man wird ja älter, aber Geschenke ist immer gut. Geschenke, oh nein. Oh, ich habe es falsch ausgepackt. Moment, das war hier so. Oh, oh, Silvana. Ah, das gehört hierher. Schaut ihr, so sieht das aus. Oh, wie schön ist das. Und das sind halt voll meine Farben, gell? Das hat sie gewusst. Wir haben uns ja ausgetauscht, wer was irgendwie gerne mag. Und ja, Pink und Glitzer und Niki, und das passt halt einfach zusammen, gell? Das hat sich jetzt auch mit 40 nicht geändert, liebe Leute da draußen. Und jetzt schauen wir mal. Ach, Happy Birthday. Jetzt muss ich mal schauen, ist das eine Karte? Ach, na, guck dir das. Ja, was ist denn das Geiles? Ah, das ist ja cool. Ja, wie geil ist das denn? Ah, das habe ich ja noch nie. Also das ist ja der Hammer. Hat sie das festgeklebt? Ja, das hat sie festgeklebt. Okay, also ein Tassenkuchen mit Wunderkerzen und einem Cappuccino. Ach, wie süß. Ah, das will ich ja gar nicht aufbrauchen. Das ist ja total... Ah, das ist ja mal eine richtig coole Idee. Guck, deswegen macht man doch die Tauschs, oder? Das ist doch, erstens freut man sich riesig, man hat was zu auspacken, man kriegt was Schönes geschenkt und man hat wieder eine neue Idee. Hey, das ist doch genial. Also, liebste Silvana, mein Herzenskind aus der Ostsee, an der Ostsee, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig, riesig. Ich hoffe, du freust dich über deins genauso. Und ich denke, ich werde sogar diesen Karton nehmen und es dir wieder zurückschicken in diesem Karton, weil der ist ein bisschen größer wie den, wo ich organisiert habe. Und dann kriegst du ein bisschen mehr. Dein Schaden soll es nicht sein, mein Herz. Und dann haben wir hier dieses Flipbook. Das ist das ja, was wir ausgemacht haben. Also wir haben ausgemacht ein Flipbook und noch ein paar Sachen, die einfach in die Größe eines Schuhkartons passen. Und ich finde es immer sehr schön, wenn man auch solche Sachen kriegt, wie jetzt zum Beispiel hier das. Oder so eine Kerze. Oder ich verschenke auch gern diese Duftteelichter oder so. Ich finde es einfach schön. Ein bisschen was Süßes dazu. Optimal. Da kann man doch... Ah, oh, sie hat meinen Namen geschrieben. Oh, yay, 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 yay. Ich freue mich. Schaut euch das mal an. Ach, wie süß. Nicole, ach, wie süß. Und schönes Papier. Und hier hat sie das selber so gemacht oder war das Papier so? Da hat sie auf jeden Vogel... Nee, guck, das ist nicht so. Das hat sie selber noch gemacht. Wackelaugen draufgeklebt. Das ist ja cool. Aha, das ist ja geil. Das ist ja eine wahnsinnige Arbeit, aber eine voll tolle Idee. Das ist eine voll tolle Idee. Ich muss kurz ein bisschen, oh, meine Nase läuft ein bisschen, oh. Oh, Leute, das ist ein bisschen chaotisch, das Video. Ich versuche es normal immer ordentlich zu machen, aber heute geht es irgendwie nicht anders. Heute müsst ihr da einfach durch. Also hier darf, oh, guck mal, wie sie das gemacht hat. Das ist ja der Hammer. Pack's doch einfach aus, denkt jetzt mein Mann. Pack's doch einfach aus und guck's nicht nur stundenlang an, dann siehst du, wie sie es gemacht hat. Ja, aber ich will es ja auch ein bisschen wertschätzen. Das packt man ja nicht einfach so aus. Und da hat sie hier... Oh, also auf jeden Fall mal mega gute Klettverschlüsse genommen. 3 Stück. Oh, oh. Ich packe das mal so ein bisschen zur Seite. Meine braunen Arme.
Ja, das ist das einzigste Positive, wo ich jetzt mit nach Deutschland nehme. Also außer die Bilder und so, weil ich bin braun geworden. Das hebt zwar nicht lang, aber ein bisschen was ist noch da. Und da packt man das mal so. Oh, wie hat sie das gemacht? Voll toll. Oh, meine Eule. Ja, sie hat geschrieben. Ich habe ihr geschrieben, dass ich gerne Eulen mag und so. Und dann hat sie mir geschrieben in dem Brief, ja, dass es halt natürlich wieder typisch ist, weil wenn man etwas gezielt sucht, dann findet man es nicht. Wenn ich jemand schreibe, dass ich gerne Eulen mag, dann ist es nur ein Anhaltspunkt für euch. Ihr müsst nicht gezwungenermaßen immer alles mit Eulen machen. Ich freue mich natürlich riesig, wenn ich was mit Eulen kriege, weil das sind meine persönlichen Babys, alle auf der Welt, auch die, die ich noch nicht kenne, aber die sind alle meins in meinem Herz, aber ich freue mich über alles. Ihr könnt mir auch mal etwas in Rot-Orange machen. Es muss nicht immer Pink und Glitzer sein. Es sind nur, ich möchte euch ein paar Anhaltspunkte geben, damit ihr ungefähr vielleicht mich einschätzen könntet. Und aber selbst wenn es jetzt mal komplett nicht meine Farben sind und nicht meine Sachen, ich freue mich trotzdem. Es ist die Liebe und die Zeit, wo man da dranhängt, und das schätze ich bei allem, egal wie. Also das wollte ich nur noch mal sagen. Und hier, das ist, also da bin ich ja total, also, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, hier hat sie mir so Text reingemacht. Die finde ich ja zuckersüß, weil ich mag das auch sehr gerne. Ich tue es nur gleich immer wieder zurückstecken, damit ich das nicht verloren habe. Ach ja, süß. Ich mag es einfach gerne an Geschenk anhängen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Geschenk mache für mein Nachbarsmädchen, die hat jetzt am Samstag Geburtstag, und ich ihr sowas hinhänge und dann hinten drauf schreibe für mein Lia-Kind und keine Ahnung, dann freut die sich, und dann ist es doch perfekt für sowas einfach immer gut. Und oder für Mini-Alben und ach, das geht einfach immer alles. Hier hat sie, ach, das ist zum Aufklappen. Yes, das ist Maria und Josef. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich fange jetzt mal hier an. Hier hat sie mir, ach, so einen ganz süßen kleinen Wichtel. Ach, wieso macht denn meine Kamera heute so komische Sachen? Geht das jetzt so besser? Okay. Ich darf es nicht so weit herheben. Ich muss es so ein bisschen weiter wegheben, weil ich habe schon lange keine Videos mehr gedreht. Irgendwie, glaube ich, habe ich im Urlaub was an der Kamera verstellt. Und hier haben wir so kleine Tags. Die sind ja auch richtig süß mit so Sprüchen. Total süß. Just for you. Happy Birthday. Oh la la. Happy Birthday. Das passt ja. Dream big. Ja, das sowieso. Ich träume immer noch ganz groß von meinem Urlaub und möchte eigentlich gern wieder zurückgehen. Die Stewardess sagte mir, ach, wir fliegen um 10 Uhr morgen früh wieder zurück. Das habe ich sie angeguckt und habe gesagt, das reicht mir zum Waschen und dann komme ich wieder. Aber ich bin nicht mehr wiedergekommen. Und die finde ich ja auch so süß. Ich liebe ja solche Stempelabdrücke, weil man die einfach sehr gut ausschneiden kann. Wenn man halt keine Stanzen dazu hat, ist es bei so filigranen Stempelabdrücken immer eher etwas schwierig. Und ich schneide gern aus, und das ist auch für mich immer so ein bisschen Beschäftigungstherapie, aber ich mag nicht 5 Stunden an einem Teil rumschneiden, und das nervt mich dann, das regt mich auf, das will ich nicht. Und von dem her finde ich das eigentlich immer ganz süß. Das ist jetzt hier weggeht. Das mache ich da wieder hin. Und das ist ja richtig süß. I choose you, little nut, Valentine. I go nuts for you. Total süß. Das sind so Card Candies, und die sind ja richtig süß. Hat sie auch sehr schön koloriert. Die sind ganz, ganz toll. Also die werde ich mit Sicherheit nicht verbrauchen. Die werden da drin bleiben, und die werde ich immer wieder mal anschauen. Und dann haben wir jetzt, ups, jetzt tue ich es mal so ein bisschen nach oben, dass ihr das besser seht. Hier hat sie mir, das war hier so festgemacht, so, so, oh, glaub ich, mir fällt das Wort ein. Wie sagt man denn dazu? Paperclips, meine Fresse. Also der hat sie mir so Paperclips gemacht. Und die finde ich ja so süß mit den ollen Puffy-Aufklebern vom Teddy, sind die, glaub, und die sind ja auch total nett. Also das geht ja immer. Die werde ich für mein Bullet Journal nehmen. Aber mein Bullet Journal ist ja ein Journal der anderen Art, weil ich schreibe nicht jede Woche. Ich halte mir da mehr so die Erinnerungen fest. Wahrscheinlich gibt es da einen komplett anderen Namen, aber ich nenne es halt mein Bullet Journal, wo nicht so ganz original ist. Und hier, da hat sie mir so,
Die finde ich auch richtig cool. Die habe ich auch noch nie nirgends gesehen. Ich habe ein paar Mal bekommen, so in der Tauschpost immer wieder. Und ich will sie aber nicht verwenden, weil ich sie ja dann nicht mehr habe und so. Und hierfür habe ich sie mir Meerjungfrauen eingepackt, gestempelt. Das finde ich ja auch zuckersüß. Und das meine ich einfach. Du kannst hier so eine richtig schön gerade Linie machen. Nicht so viel, so Schnörkel und die Haare fliegen in alle Richtungen. Das ist immer eher ein bisschen schwierig, finde ich. Und ich habe mir jetzt zu meinem Mann gesagt, ich wünsche mir zu Weihnachten die Polychromos. Ich weiß, dass sie auch schon bei uns im Haus sind, aber er hat sie so gut versteckt, ich habe sie noch nicht gefunden. Ja, aber ich sollte ja auch nicht auf die Suche gehen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und die kriege ich zu Weihnachten nämlich. Und da freue ich mich dann, weil dann kann ich dann auch schön kolorieren. Manchmal funktioniert das nämlich mit diesen Twinmarkern nicht so richtig. Also je nach Papier, das geht nicht immer. Und hier hat sie mir auch wieder so wunderschöne Tags eingepackt. Und die hier finde ich ja richtig cool, weil die kann man selber ausmalen, womit wir wieder beim Thema wären. Happy Easter finde ich vollkommen cool, weil das kommt ja jetzt dann irgendwie nach Weihnachten gleich. Oder ziemlich schnell. Total cool. Und hier hat sie mir ein Engelchen reingemacht. Oh, ist das süß. Was ist denn das? Ah, das ist das selbstklebend? Das fühlt sich so an. Oh, meine Finger sind total verratzt. Ich muss erst. Aber das ist alles nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass ich euch zeigen kann, dass ich mich so freue über die Pakete. Ich kriege das jetzt nicht hin. Aber ich denke, das ist. Also, es fühlt sich mal so an. Außer ich täusche mich. Auf jeden Fall riesig. Total toll. Freue ich mich mega. Und hier hat sie mir so ein Herzchen mit dem Paperclip. Also, dieses Ding. Oh, total süß. Also, wenn Silvana, du kannst mir ja mal schreiben. Für den Messenger, woher du dies hast? Was hat sie mir hier? Fröhliche Weihnachten. Eine Eulenweihnachtskarte. Nein! Ach, wie süß. Schaut euch die an. Ach, ist die nicht nett? Ach Gott, die kleine Eule. Die riesigen Glubschaugen. Und die Mini-Mütze, gell, für diesen riesigen Eulenkopf. Das ist doch echt der Hammer. Ach, total süß. Ich freue mich. Ich freue mich. Und hier hat sie Eyelets reingemacht. Guckt euch das mal an. Hier. Cool. Das ist ein richtiges Buch. Also, Hammer, Hammer, Hammer. Hammer. Da muss ich mich noch ein bisschen anstrengen, Silvana. Da muss ich noch am Wochenende ran. Nicht, dass ich mir schlecht vorkomme. Und hier hat sie mir so, die sind vom Action. Die finde ich auch sehr cool. Diese Vintage-Ornament-Sticker-Teile. Richtig cool. Ich beppe das nur immer. Ich klebe das nur immer hier gleich wieder so ran, weil ich noch nicht weiß, ob ich dann gleich dazu komme, das zu verräumen. Und hier hat sie mir. Ach, die sind ja auch cool. Die kenne ich gar nicht. Holzsticker. Also, das ist tatsächlich Holz. Und das sind so mit so drei Klebepads, 3D-Klebepads. Die sind ja total süß. Also, nee, echt nett. Und was haben wir hier? Das ist da festgeklebt, oder? Oh, Moment, ich muss mal ein bisschen anders hinsetzen. Jetzt stoße ich euch nur schon zur Seite. Nee, jetzt müssen wir mal schauen, wie das hier funktioniert. Dann haben wir hier, ach, das kann man dann nochmal aufklappen. Okay, also machen wir erstmal hier. Hier hat sie mir Ausstanzungen reingepackt. Das finde ich ja mega geil, gell? Weil ich bin ja so faul beim Ausstanzen. Also ich habe ja eine Big Shot. Und ich muss jetzt auch nicht mehr auf den Boden kurbeln, weil ich habe mir jetzt Platz gemacht und habe sie jetzt tatsächlich, habe mir an meinen Schreibtisch so ein altes Sideboard hingestellt. Da steht die Schneidemaschine drauf und meine Big Shot. Also ich muss mich nicht mehr auf den Boden setzen. Aber das ist ja so spitze. Ach, das ist ja cool. Mein Gott, richtig schön so für Weihnachten. Oh, toll. Sterne. Und hier ist es auch so ein bisschen geprägt, so eine Weihnachtskugel mit Schleife. Oh, das ist auch so schön. Oh, der kleine Zwuckel-Weihnachtsbaum. Hier haben wir noch mal einen silbernen Stern. Oh, hier, der ist so süß. Ach, der ist süß. Oh, ich funkle euch zu Tode. Schmetterling, Schmettis gehen immer. Eine Glocke. Ach Gott, guck mal, total süß. Also richtig schön. Ach, da freue ich mich. Das ist schön, weil ich möchte nämlich noch ein paar Weihnachtskarten machen. Ich habe ja jetzt meine 80 Weihnachtskarten fürs Altersheim fertig. Die habe ich mir ja vor dem Urlaub noch fertig gemacht, weil da hatte ich gerade so ein bisschen den Lauf. Und ja,
nach dem Urlaub. Ich weiß aber nicht, ob man dann da gleich so loslegen will mit Weihnachten. Und deswegen habe ich es vorher fertig gemacht. Also die gehören hierher. Und dann haben wir hier, so ganz süße Sticker. Die sind schön, die lasse ich auch gleich draußen, weil die kommen dann in meine Weihnachtsbox. Der Pinguin ist ja süß. Och, und das Rentier mit der dicken Nase, das ist ja auch nett. Die werde ich dann gleich noch weiterverwenden. Für Weihnachten, das könnte ich eigentlich auch draußen lassen. Und da geht's, ach, und guckt euch die Idee mal an, wie raffiniert die ist. Und hier ist also quasi zum Runterklappen und integriert noch so ein Flipbook. Also sowas habe ich noch nie bekommen. Richtig cool. Hier haben wir so kleine Blumen, Blumenperlen. Die sind ja richtig süß. Moment, seht ihr das so? Ja, das könnt ihr so sehen. Richtig toll für meine Perlen, für meine Chunky Charms. Die tue ich aber wieder rein, weil das gerade so geschickt ist hier. Und hier habe ich ein Washi-Sample. Ach, das ist ja auch süß. Das Washi ist schön, das gefällt mir. Das habe ich auch gehabt, aber ich habe es schon verbraucht. Jetzt habe ich es wieder. Oh, und hier haben wir auch ganz viele. Oh, total toll, weil für Ostern, ich habe nämlich noch keine Stanzen für Ostern, weil letztes Jahr an Ostern habe ich noch nicht so gebastelt, also mit Stanzen und so. Ach Gott, und in Reh und ein Pumpkin. Halloween kommt ja wieder. Voll toll. Das ist schön, weil da habe ich nämlich noch keine Stanzen. Das ist richtig toll. Die werde ich mir in eine Tüte packen und werde die aufheben, weil da muss ich erstmal noch loslegen und mir ein paar so Stanzen kaufen. Und was haben wir hier? Hier hat sie mir... Oh, wow! Das ist ja schön. Ach, das ist toll. Das ist... Das auf einen schwarzen Kartenaufleger und Glitzersteine drumherum und vielleicht irgendwie einen schönen Spruch. Mehr brauchst du gar nicht. Genauso wie bei dem. Richtig toll. Das sind so Monstera-Blätter. Ah, übrigens haben wir die im Dschungel ewig viel gesehen. Das war halt mal natürlich richtig genial, gell? Für mich als Floristenkind ja sowieso... Hätte auch der Sabine bestimmt gefallen, die ja hier auch einen YouTube-Kanal hat und die ja auch Floristin ist. Also für uns war das halt natürlich, oder für die Blumenkinder unter uns ist das halt schon was anderes, wenn man dann die ganzen Pflanzen, wo wir nur aus unserem Laden kennen, mal in Natur sieht und zwar 10 Meter hoch. Und hier, ach Gott, mein Herz macht vor Freude Purzelbäume. Hier haben wir Eulen. Ach, das sind so süße Eulen. Eulen am Stanzungen, die sind ja auch total nett. Also, die sind ja süß. Ganz, ganz toll. Die werde ich mir auch gleich dann nachher auf die Seite packen, weil die kann ich jetzt vielleicht schon verarbeiten. Weil meine Eulen feiern ja auch Weihnachten und warum sollen die nicht auf einer Weihnachtskarte sein? Da bin ich ja mal ganz unkompliziert. Und das ist ja mal eine richtig coole Idee, das so zu machen. Also, die Idee werde ich mir auf jeden Fall klauen. Ich werde sie mir jetzt nicht für dich zurückklauen, weil das finde ich ein bisschen albern. Aber das ganze Teil ist mega genial. Also, das ist so toll. Halt, nee, so gehört das. So. Und dann ist das quasi so zum Zumachen. Und richtig cool. Wie ein tolles Buch. Also, Hammer. Hammer genial. Richtig toll. Ich freue mich riesig. Ich bin total überwältigt. Das werde ich nachher auf jeden Fall benutzen und an dich denken, während ich hier ganz entspannt in meiner Badewanne liege und versuche, mein 28 Grad warmes Meer mir wieder zurückzuholen. Worüber ich mich auch mega freue, sind die Quasten. Ein anderer denkt sich jetzt, na toll, Quasten. Aber ich denke mir, ich habe endlich welche. Yeah, yeah, yeah. Und ich freue mich überhaupt über alles. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Silvana, für einen ganz perfekten, tollen Tausch. Ich werde, wie gesagt, dein Päckchen am Montag auf die Reise schicken. Auf jeden Fall. Koste es, was es wolle. Es wird am Wochenende fertig gemacht. Da ist mir egal, was da dazwischen kommt. Da werde ich dir das wieder zurückschicken, aber gefüllt mit meinen Sachen, weil das wirklich perfekt ist. Ich habe dann... schon eine Idee, was ich dir noch alles mit dazu packe. Und meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen.
Ich werde jetzt noch geschwind einen Schluck Tee nehmen und die Nase ordentlich putzen und dann werden wir uns zum zweiten Päckchen wiedersehen. Bis dahin, tschüss!